Hallo, heute hier aus meinem Auto. Wir haben uns überlegt, wo ist der Ort, wo ich am meisten gechillt bin? Nein, natürlich Lenny, film gerade, das ist nochmal zur Erklärung. Wo ist der Ort, an dem ich am meisten gechillt bin? Das ist in der Regel hier drinnen im Auto. Und wir machen einfach eine ganz lockere Frage-Antwort-Runde. Ich kenne die Fragen nicht, Lenny hat sie vorbereitet. Und jetzt in dieser gechillten Umgebung wird das wahrscheinlich ziemlich chillig. Du hast die Fragen vorbereitet. Ja. Ich fahre jetzt hier extra ein bisschen bewusst langsamer, also sonst wird es schon ein bisschen laut. Vielleicht, wenn der Wagen nachher noch warm ist, gibt es eine kleine Kostprobe von dem, was er bieten kann. Aber ansonsten bin ich jetzt auf deine Fragen gespannt und ihr könnt gerne eure Fragen für die nächste Runde in die Kommentare packen. Und Lenny wird sie rauspicken. Ich kümmere mich darum nicht, weil dann wäre es ja so, als würde ich mich auf die Fragen vorbereiten. Und deswegen einfach just for fun jetzt so ein neues, kleines, chilliges Format. Damit können wir auch gleich in die erste Frage einsteigen. Es ist ja so ein bisschen voll bei dir zu Hause, so mit Zeugs. Minimal. Und das Unpraktischste daran sind ja eigentlich Cases. Wie viele Cases hast du im Moment zu Hause? Sowohl voll als auch leer? Ich würde mal behaupten, 25 mit Minimum. Also sowohl voll als leer plus das, was im Keller steht. Inklusive deinem Computer und so weiter. Ja. Teilweise kommen pro Woche ein bis zwei dazu. Dann gibt es auch mal Wochen, wo nichts kommt. Aber es ist schon nicht ohne. Und das, was ich nicht mehr brauche, verlose ich auf Instagram. Ja, das tut geil. Genau. Du hast ja auch so ein bisschen ältere Schmuckstücke gesammelt, die man auch im Hintergrund deinen Videos ab und zu mal sieht. Was ist da persönlich dein Highlight? Worauf bist du am stolzesten, dass du davon noch ein Exemplar hast? Also man hat es schon lange nicht mehr gesehen. Das gab es mal als Retro-Projekt, wobei da auch der Name vielleicht nicht ganz so passend war, weil die Plattform noch relativ jung war. Es handelt sich um ein Gigabyte G1 Sniper M5 Mainboard. Das war Z87 Plattform für den i7 4770K in schwarz-grün. Ultra geiles Mainboard, ultra schön. Man hat es eigentlich nur noch in diesem einen Video gesehen. Seitdem, muss ich leider sagen, steht der Rechner rum. Ich hatte mal geplant, damit ein Video zu machen. Was passiert mit Flüssigkeit, die pre-mixed ist, wenn sie, das ist jetzt locker schon 2 Jahre her, nicht läuft? Zersetzt sie sich wie selbstgemischte oder verbleibt sie so, wie auch immer? Da habe ich noch überlegt, das zu tun. Vielleicht machen wir das mal. Aber ja, das Gigabyte Mainboard ist so für mich das Highlight, was ich an alter Hardware noch rumliegen habe. Und was wäre das, was noch geil wäre zu haben, wenn du jetzt sagst, aus aller Hardware, die es mal gab, ein Teil darfst du ja aussuchen? Geil zu haben, fände ich, wäre so ein i7 990X Gulftown, erste Core i-Serie auf Basis von 1366 Sockel, auch wenn die Teile einfach aus heutiger Sicht nichts mehr können, einfach haben wäre geil. Aber so richtig alte Hardware, so die Anfänge des Computers oder so, da irgendwas haben? Das ist für mich, auch wenn man das jetzt nicht hören möchte, einfach nur Edelschrott und das möchte ich mir einfach nicht hinlegen, stellen, wie auch immer. Welche ist für dich die schönste Founders Edition Grafikkarte überhaupt? Oh, ganz schwierig jetzt mittlerweile. Ich war lange Zeit auf dem Founders Edition Style der GTX 1000 Serie. Habe jetzt ja eine 2080 Super drin, auch in der Founders Edition. Auch sehr nice. Allerdings habe ich mir vor kurzem eine RX 5700 XT in der Anniversary Edition gekauft. Auch super nice, schwarz-gold. Das ist schwierig, aber ich glaube, ich würde dann doch lieber wieder zur 1080 Founders Edition zurückgehen. Und welche Custom findest du geil? Das ist jetzt mittlerweile sehr einfach, weil ich sie auch vor kurzem bekommen habe, habe ich auf Instagram gezeigt. Das war die weiße 2080 Super, gibt es auch als 2080 Ti, die Strix-Version von Asus, ein komplett weißes PCB, weißer Kühler, super sexy. Du baust jetzt Computer seit 2013, mehr oder weniger beruflich? Das kann man so sagen, ja. Was hat sich getan? Sind jetzt 7 Jahre her. Ja. Was hat man damals vielleicht anders gemacht? Oder hat man noch dran geglaubt, dass das gut wäre? Oder dass das wichtig wäre? Da wurde man vielleicht gar keinen Wert drauf gelegt? Und was hat sich so über die Jahre getan? Das ist eine relativ umfangreiche Frage. Also das, was sich natürlich getan hat, ist, RGB ist überall. Also das ist ja ein
tendenziell gar nicht mehr wegzudenken. Früher hast du einen Lüfter gehabt mit einer Farbe oder eine Kaltlichtkathode hast du gehabt, dann warst du schon der King. Aber RGB, ganz klar ein Thema. Auch ein sehr wichtiger Punkt ist die Ästhetik allgemein eines PCs. Gerade der Punkt Arbeitsspeicher mit Kühlkörper, wo ich angefangen habe, gab es den klassischen Kingston-Arbeitsspeicher mit grünem PCB und Hauptsache es funktioniert. Außerdem natürlich allgemein dieses Thema, ja, ist es sinnvoll, Grafikkarte und Mainboard von einem Hersteller zu nehmen? Man hat sich damals eingeredet, das bringt mehr Leistung. Das kenne ich auch noch. Ist tendenziell aber nicht so. Das ist ein komisches Gefühl, by the way, von Autos geholt zu werden. Sonst bin ich derjenige, der auf der anderen Fahrbahn fährt. Wir holen uns sie nachher alle noch. Genau. Ja, und allgemein die Qualität hat sich bei vielen Herstellern echt krass geändert. Bei manchen leider nicht ganz so. Oder nicht zum Guten? Nicht zum Guten, genau. Aber ich würde schon sagen, auch dieser Sprung innerhalb der einzelnen Generationen, wo man dann gesagt hat, okay, wir haben das Jahr 2014, es reicht eine Quad-Core-CPU aus für Gaming. Heute bist du bei 8 Kernen und sagst, das ist schon ziemlich geil, Minimum 6 Kerne und wo die Zukunft hingeht, wer weiß. Aber dieser Sprung von 4 Kerne reicht auf ein nächstes Level, das darauf folgende Jahr, auf einmal sind 6 Kerne Minimum, das war krass, also der Schritt war krass. Ja. Mhm. Ach ja, falls es hier irgendwie im Auto Nebengeräusche gibt, ich fahre halt einfach keinen Diesel, der super leise ist. Ich fahre ein bisschen was anderes. Wir sind halt auch nicht im ruhigen Studio, ne? Nee, aber es ist halt mal was anderes und das ist wirklich der Ort, wo ich mal rauskomme aus dem Trott und gechillt bin. Und nicht diesen Aufbau noch machen muss von wegen Licht, Stuhl, Ausleuchtung, blablabla. Okay. Was ist deiner Meinung nach im Moment das beste Budget für einen PC? Beste Preis-Leistungsrichtung? Also es gibt ja irgendwann so einen Punkt, ich habe ja keine Ahnung, aber ab 2000 Euro wird es ja zwar geil, aber irgendwann auch ineffizient. Ich sag so ein Tausender ist aktuell super ideal, weil du bekommst A, eine RTX 2070, super. Wenn du ein bisschen was sparst, kriegst du auch eine 2080. Das ist dann auch, die ist dann nicht mehr super, aber also ja, sie ist super. Das ist schon ziemlich gut und ab 1000 Euro muss ich sagen, ja, also bis du die nächste Grafikkarte erreichst, ist dann doch ein sehr großer Sprung von um die 250, 300 Euro und mehr. Dann bist du schon bei 1300, 1400 und ich meine ab 1000 Euro, dann ist es im Endeffekt auch egal, ob du 50 Euro mehr zahlst oder weniger. Dann kannst du dieses Geld halt nutzen, um den PC geil zu machen. Aber so um die 1000 Euro ist schon... Ja. Ist man auch gewappnet für die nächste Zeit. Auf jeden Fall, ja. Und die zweite Konfiguration, wo ich sage, preis-leistungstechnisch ist so im Moment bei 600 Euro. Mhm. Weil du bekommst aktuell so viel Leistung dieser Klasse wie bisher noch nie zuvor. Ja. Eine Sache, die bei dir vielleicht noch nicht so präsent ist, hier und da mal so ein bisschen angekratzt, Custom-PC-Gehäuse, komplett selbstgebaut, nichts aus dem Regal. Geil, nicht geil, Lust? Lust habe ich und, ach, das weißt du noch gar nicht. Nee, ich mache das ja auch demnächst. Ich wusste mal von einem Plan. Ja, es gibt einen Plan. Da können wir jetzt hier rausflattern, aber das ich meine... Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Da muss ich auch mit einem Kollegen sprechen. Mit Menschen? Mit Menschen, genau. Es gibt ein Projekt mit Steel Key Custom, Sven. Und er hat ein eigenes Case designt. Unikat, von Grund auf selbst designt. Er ist auch noch in der Finalisierung des Projekts. Ich habe auch heute früh wieder ein Bild bekommen, wie es aktuell aussieht. Und dann werden wir dieses Projekt zusammen angehen. Das heißt, bauen mit Custom-Wasserkühlung in einer Form. Also das so, was er gebaut hat, gibt es derzeit nicht. Ach, damit sind wir auch mit meinen Fragen schon durch. So, wir sind mittlerweile auf dem Rückweg. Deswegen haben wir jetzt die Sonne von hinten. Du hast noch zwei Fragen rausgesucht aus der Fragerunde von Instagram. Hau raus! Genau. Mit wie vielen Jahren hast du deinen ersten eigenen PC? Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber es war 2011. Desktop oder? Desktop. Das war der erste PC, den ich selbst gebaut habe vorher. Den hast du schon selbst gebaut? Ja, natürlich. Früh übt sich. Und vorher hatte ich halt nur gebrauchte Notebooks, die halt für Office ausgereicht haben, aber für Gaming war es einfach... Aber das waren eigentlich schon deine, oder hast du den von deinen Eltern mit benutzt? Das waren meine, ja.
Und zu guter Letzt kommt mal wieder so ein richtig übertriebenes Projekt, so ein richtig geiles, so wie das von Lars zum Beispiel, wo es halt nicht auf den Euro oder auf die 100 Euro ankommt, sondern wo mal wieder richtig, richtig geil was rausgehauen wird. Das ist auch geil, was da gerade vorbeigeflogen ist. Aber ich bin dann doch eher für die bayerischen Kollegen. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ich sehe halt, was funktioniert auf dem Kanal und was nicht. Und ich bin selbst halt auch sehr im Zwiespalt, weil diese ganzen krassen Dinger, die ich baue, also wirklich mit Custom-Wasserkühlung, das macht super viel Laune. Ich mache es eigentlich lieber als die Preis-Leistungs-Konfiguration. Aber die Preis-Leistungs-Konfiguration sind das, was den Kanal nach vorne bringt. Und deswegen mache ich das jetzt nicht allzu häufig, weil die Aufmerksamkeitsspanne von anderen Zuschauern für krasse PCs leider nicht ganz so hoch ist wie für die Preis-Leistungs-PCs. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ob es da was gibt. Ich habe dieses Jahr sehr viele krasse Projekte geplant, weil ich halt einfach zu den Wurzeln mit dem, was ich angefangen habe, zurückkommen möchte. Custom Builds mit Custom Wasserkühlung. Und in Kürze gibt es jetzt am, also wenn es klappt, und die Distroplate kommt von Sven natürlich, dann gibt es am 13. März wieder ein krasses System, wo auch der Preis wieder vollkommen Latte war und eigentlich nur das Beste vom Besten drin ist. Dann versuche ich mir eigentlich dieses Jahr noch einen neuen PC zu bauen, der natürlich auch wieder Custom Build ist, wo der Preis letztendlich auch Bockwurst ist. Und es gibt noch so ein, zwei Systeme, die sehr besonders sind. Also von einem weißt du, wo Kevin das Case bestellt hat. Also ihr habt ja das Projekt Hydra gesehen. Da werde ich nochmal einen draufsetzen. Das ist natürlich schon nicht leicht, nochmal einen draufzusetzen, aber Hydra ist geil. Aber es geht noch geiler. Nur da muss ich halt warten, bis das Case irgendwann mal da ist. Gut. Dann sind wir soweit mit den Fragen, glaube ich, am Ende. Okay. Kurzes, knackiges Frage-Antwort-Video. Das finde ich gut. Vielleicht machen wir das ja mal so ein bisschen themenbezogen, die Fragen. Ja, gerne. Und das war jetzt die Hardware Zen Chili Edition. Vielleicht ein bisschen persönlich bezogen, ne? Genau. Und ja, falls es ja nochmal irgendwie passt, vielleicht quatschen wir auch mal einfach länger über ein Thema. Genau. Ich würde auch sagen, hier in dieser Umgebung. Ich finde es auch ganz chillig. Wir müssen mal gucken. Ich hoffe, das mit dem Ton hat soweit gut geklappt. Ich meine, das Mikro hat auch JP, von daher muss es schon funktionieren irgendwie. Ja. Und ja, wir fahren jetzt wieder zurück. Vollgas! Ja, dann fliegst du ja gleich erstmal durchs Auto. Okay. Und dann vielleicht noch, wenn wir mal ein, zwei Tunnel finden, dann gibt es noch was aufs Ohr. So zum Abschluss. Ja, danke fürs Zuschauen hier aus dieser ungewohnten Umgebung. Und lasst ein Like da und lasst vor allem eure Fragen da für die nächste Antwortrunde. Frage-Antwort-Runde, wie nennen wir es eigentlich? Frage-Antwort-Runde, der Titel steht dann unten drunter. Genau, wir überlegen uns da was Cooles. Alles klar. Dann reiten wir mal zurück und bis neulich. Gut, tschüssi. Was war das? Ich muss noch tanken, jetzt wird es gleich wieder hell. Ich habe ja gesagt, es gibt noch was auf die Ohren, nachdem du gerade verpeilt hast, das Mikrofon anzumachen. Ich habe es noch im Tunnel angemacht. Ach, Lenny. Jedenfalls muss ich noch tanken und ich habe ein Problem mit Tunnel. Das gebe ich auch zu. Ja, das Licht ist schlecht. Puff, 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 haut rein, Brian.